Steam hat der große Herbst-Sale begonnen und in diesem Video will ich euch unsere Redaktionstipps für die besten Spieleschnäppchen da zeigen. Dazu brauche ich jetzt aber erst noch zwei Sachen. Als erstes die richtige Musik und als zweites Redaktionstipps, denn ihr wisst vielleicht, ich bin ein ziemlicher Steam-Sale-Muffel und deswegen habe ich mir bei meinen lieben Kollegen die besten Tipps geholt, habe rumgefragt, was ist denn wirklich empfehlenswert und das will ich euch jetzt zeigen. Und wer dachte, er muss die Musik die ganze Zeit ertragen, hat sich leider vertan. Machen das mal aus. Wir gehen auf die Steam-Sale-Seite und so sieht das aus. Die Aktion läuft bis zum 29. November um 19 Uhr. Da könnt ihr also Schnäppchen absahnen und das erste Schnäppchen, das ich euch empfehlen möchte, ist Life is Strange. Das hat der Maurice empfohlen und das ist, wer das noch nicht kennt, ein Episoden-Adventure mit Highschool-Teenagern und es ist aber auch so ein bisschen übernatürlich. Ganz schön viele wirre Wendungen und dramatische Szenen mit dabei. Ich lasse hier mal so ein bisschen den Trailer im Hintergrund laufen. Man spielt diese Max Caulfield, das ist die Protagonistin. Und Maurice schreibt dazu, ich zitiere: Life is Strange fesselt genauso bei der Suche nach einem entführten Mädchen wie bei dem Versuch, die Familie meiner besten Freundin am Auseinanderbrechen zu hindern und kostet aktuell nur 5 Mäuse, also schlagen sie zu. Diese 5 Mäuse beziehen sich wirklich auf die ganze erste Staffel, wenn man das hier mal unten sehen kann. Die erste Episode ist seit geraumer Zeit schon kostenlos, das heißt, wenn man die 5 Euro nicht investieren will, kann man auf jeden Fall die erste Episode ausprobieren und dann den Rest der Staffel zum Schnäppchenpreis holen. Dann geht's gleich weiter mit der Empfehlung von Johannes und das ist Project Cars und Johannes schreibt dazu: Project Cars für 12 Euro darf man sich als Rennspielfan nicht entgehen lassen. Dank zahlreicher Einstellungsmöglichkeiten und Hilfestellungen schaffen sie dabei sogar mit dem Gamepad annehmbare Rundenzeiten. Die volle Faszination kommt allerdings erst mit einem guten Lenkrad auf. Und wie das aussieht, gerade die Fahrzeugmodelle und die Cockpits sind einfach zum Niederknien. Soweit kann ich das auch verstehen. Jetzt richtet sich Johannes an die Experten, denn er schreibt: Mein Tipp für alle Petrolheads, kaufen Sie sich Project Cars während des Downloads, schauen Sie zur Einstimmung die neue Folge The Grand Tour und dann schwingen Sie sich selbst hinter das Steuer eines Pagani Huayra, eines Ariel Atom und Audi R8 und gönnen sich ein richtig schönes Rennsportwochenende. Project Cars gibt es momentan für 11,99 €, das heißt, das ist um 60% reduziert, also für alle Rennspiel-Simulationsfans zugreifen. So, der nächste Tipp kommt von Petra. Und das ist Day of the Tentacle Remastered, die Neuauflage des LucasArts Adventures. Und sie schreibt dazu: Um im elitären Club der coolen Spielechecker aufgenommen zu werden, muss man Day of the Tentacle einfach kennen und übrigens ohne Komplettlösung durchspielen. Day of the Tentacle ist ein frühes LucasArts Adventure, das nochmal neu aufgelegt worden ist mit hübscherer Grafik, hübscherem Ton. Man spielt da 3 unterschiedliche Charaktere, die in 3 unterschiedlichen Epochen Rätsel lösen, um den bösen Purpur-Tentakel aufzuhalten. Ziemlich witzig und vor allem in der Remastered-Fassung kann man sich das heute natürlich wunderbar anschauen und gucken Sie mal. 5 Euro, ist geschenkt quasi. Dann haben wir als nächstes Broforce, einen pixeligen Koop-Sidescroll-Shooter und den hat unser neuer Kollege Michael Herold empfohlen und dazu folgende Zeilen geschrieben. Ich selbst bin leider erst in den frühen 90ern geboren und habe deshalb die meisten Helden der großen Actionfilm-Ära verpasst, doch obwohl ich sie damals nicht im Kino gesehen habe, gibt es heute kaum größere Vorbilder für mich als Leon the Professional, William Brohard Wallace und ähnliche Helden. Und mein begeistertes Fanherz mit neuem Futter zu versorgen, kann ich in Broforce selbst in die Haut meiner Idole schlüpfen. Und für alle, die es noch nicht gespielt haben, wäre jetzt der perfekte Augenblick, sich Broforce zuzulegen. Im Steam Sale kostet es nur 3,49 € und dann noch diesen nächsten Satz: Im Namen der Freiheit greifen Sie zu. Wenn das kein Sales Pitch ist, dann weiß ich es nicht. Broforce, wie gesagt, für 3,49 € um 75% reduziert. Der nächste Tipp ist von Michael Graf und hier steht auf meinem Zettel: Sehr uneigennütziger Tipp. Ich zitiere: So viele schöne Spiele im Sale, aber ich weigere mich auch nur ein anderes zu empfehlen als Homeworld, weil ich Homeworld immer empfehle, weil ich der größte Homeworld-Fan aller Zeiten bin und weil Homeworld einfach ein fantastisches Weltraumstrategiespiel ist.
Es geht mir darum, dass potenziell jedes verkaufte Exemplar der Homeworld Remastered Collection die Chance auf ein Homeworld 3 erhöht und kein Spiel wünsche ich mir sehnlicher. Ja, alles, was ich hier schreibe, ist purer Eigennutz, aber hey, wer die Homeworld Remastered Collection kauft, bekommt ja auch ein fantastisches Spiel, beziehungsweise sogar zwei, hatte ich erwähnt, oder? Das ist wie gesagt eine ganze Sammlung, wo eben mehrere Homeworld-Spiele drinnen sind. Alle nochmal remastered, Weltraumstrategie und mein Gott, ihr tut's für mich ja. Ist doch ganz egal, was für ein Spiel ihr kauft. Der arme Kerl ohne Homeworld 3, er wird eingehen. Der nächste Tipp, Fallout 4, und der Tipp kommt von Heiko und den kann ich weitestgehend so unterschreiben. Heiko schreibt nämlich, dass es natürlich einige Kritikpunkte gibt, aber man kann hunderte Stunden in Fallout 4 stecken. Und das Besondere ist natürlich jetzt, durch die große Modding-Community kann man sich da zig Grafikaufhübschungen holen und viele der Kritikpunkte am Spiel, also das Dialogsystem oder so, durch Mods wieder gesund reparieren. Und was momentan eben auch empfehlenswert ist, es gibt momentan auch den DLC Far Harbor um 40% reduziert für 15€. Und Heiko schreibt, das Hauptspiel kann man sich bedenkenlos holen, Far Harbor kann man sich dazu holen, die anderen DLCs kann man bleiben lassen, das würde ich genauso unterschreiben. Tolles Spiel und jetzt zum Schnäppchenpreis von nur 19,79€. Dann geht's weiter. Ein Tipp von Dimmy, der empfiehlt nämlich The Whispered World in der Special Edition, ein klassisches Point-and-Click-Adventure in hübschem Zeichenstil. Witzigerweise ist da auch gerade erst die Fortsetzung oder die Quasi-Fortsetzung Silence erschienen. Das heißt, wenn man sich das angeguckt hat, kann man hier zum Sparpreis auch den Vorgänger sich holen. Und was Dimmy so sehr daran gefällt, ist, wie down der Hauptcharakter ist, der Sedwick ist das nämlich, der nicht einfach nur irgendwelche Sachen, die nicht funktionieren, kommentiert mit, das kann ich nicht machen, sondern er sagt, das ist unerreichbar, wie so vieles im Leben. Das hat Dimmy ganz gut gefallen und es gibt das für nur 5€, aber es ist ein bisschen tricky. Man sieht hier auf der Steam-Seite, da kostet dieses Daedalic Adventure Bundle 5€. The Whispered World steht hier für 6,79€, tatsächlich wird aber, wenn man in der Übersicht guckt, steht auch 4,99€. Also im Zweifel würde ich euch dann raten, das ganze Bundle zu kaufen, dann kriegt man nämlich noch mehr Spiele dazu, also 5 Spiele insgesamt. Wenn das hier wirklich 6,79€ kostet, dann macht man ja Verlust, das sollte man dann vielleicht nicht machen. Der nächste Tipp kommt von der lieben Elena und sie weiß das bestimmt nicht, dass ich jetzt damit volles Trauma erleide, aber Loom ist das Spiel, für das ich als Kind zu dumm war und das ich jahrelang nicht probiert habe. Vielleicht kann ich dir mir jetzt mal eine Chance geben. Es ist nämlich ein klassisches LucasArts Adventure. Man spielt hier Bobbin Threadbare und es handelt von einer Geschichte von voller Magie und Musik, denn man zaubert durch das Anordnen von Noten. Das ist aber vermutlich simpler, als es sich anhört. Mich als Kind hat es verwirrt und ich habe dem Spiel deshalb nie eine Chance gegeben. Aber es ist sehr, sehr toll. Elena schreibt, alles ist im Wandel und wenn ich die Welt selbst nicht ändern kann, kann ich doch einen Unterschied machen mit meiner Magie auch als Spielmechanik. Loom lässt mich tatsächlich zaubern. Über Noten spiele ich die verschiedenen Melodien nach, die ich mir hektisch nebenbei notiert habe, als ich sie das erste Mal gehört habe. Wie ein unsicherer Zauberlehrling in Hogwarts probiere ich verschiedene Kombinationen und Sprüche aus und freue mich wie ein kleines Kind, wenn sie Wirkung zeigen. Ich glaube wirklich, dass sie mich damit verarscht mit dem kleinen Kind. Also wenn ihr zeigen wollt, dass ihr schlauer seid als Kinder-Michi, dann holt euch Loom und das gibt's Spottpreis 1,50€. Ist zwar nur 3-4 Stunden lang, aber so ein Klassiker kann man sich da gerne mal holen. Dann gibt's als letzten Tipp noch von unserem lieben Kollegen Jochen Redinger Subnautica, ein Survival-Spiel mit Unterwassererkundung. Das Interessante daran ist, Jochen empfiehlt das, obwohl er eigener Aussage nach der größte Schisser ist, was Unterwassererforschung angeht, der selbst in Zitat Süßwasserseen Angst vor Haien hat, aber trotzdem hat es ihm die Spielwelt von Subnautica angetan, weil was das für eine Atmosphäre entfaltet und was man da für Panik kriegt, wenn man dann mitten in der Nacht trotzdem da noch irgendwie in der finsteren Tiefe tauchen muss, das sollte man sich keinesfalls entgehen lassen. Für nur 11,99€ könnte es euch gehören. Das waren soweit unsere Tipps und ich mache nochmal die Musik an, weil sie so schön ist.
Wenn euch das gefallen hat, dann freut mich das. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr noch für Empfehlungen habt für den Steam Sale. Der Steam Sale, der Herbst Sale läuft wie gesagt noch bis zum 29. November um 19 Uhr. Wenn euch das zu schnell gegangen ist und ihr gerne noch mehr Infos zu den Spielen haben würdet, auf GameStar.de gibt es das Ganze auch nochmal in ausführlicherer Artikelform. Ansonsten wünsche ich euch jetzt aber viel Spaß beim Stöbern und beim Spielen. Bis bald. Ciao.